Herzlich willkommen auf dem Videokanal von Ungarn, meine neue Heimat. Im Anschluss seht ihr die täglichen Nachrichten vom ungarischen Fernsehsender M1 in deutscher Sprache, den wir hier bei uns eingebunden haben. Bitte teilt unser Video in den sozialen Medien, damit auch andere den Genuss ehrlicher Nachrichten kommen können. Und nun wünschen wir euch viel Vergnügen bei den aktuellen Nachrichten aus Ungarn und der Welt. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Claudia Hornhorvath. Ungarn werde keinen einzigen illegalen Einwanderer einlassen. Dies sagte Peter Siato in Belgrad im Zusammenhang mit der Krisensituation, die sich durch die Migration an der türkisch-griechischen Grenze entwickelt hat. Der Minister betonte, Ungarn werde unter allen Umständen seine Grenzen verteidigen, so wie es bereits seit 2015 der Fall sei. Er sprach auch darüber, dass Ungarn bereitstehe, sollte Serbien Hilfe im Grenzschutz benötigen. Peter Siato konsultierte telefonisch mit dem griechischen Außenminister über die griechische Lage. Wir wissen genau, wie es ist, wenn die Landesgrenze organisiert angegriffen wird. Wir wissen genau, wie es ist, wenn Polizisten und Soldaten, die unsere Grenze verteidigen, angegriffen werden. Und wir wissen ganz genau, wie es ist, wenn währenddessen die internationalen liberalen Medien Fake News produzieren. Deshalb habe ich meinen griechischen Amtskollegen versichert, dass wir genau wissen, vor welchen Herausforderungen Griechenland derzeit stehe. Ich habe ihm erzählt, dass wir uns 2015 verteidigt haben und habe ihn dazu ermutigt, dasselbe zu tun. In Europa ist in 18 Ländern, also in 2/3 der Mitgliedstaaten, das Virus in Erscheinung getreten. In Ungarn gibt es weiterhin keinen bestätigten Fall. Auch den in Quarantäne gesperrten Personen geht es gut. Die leitende Amtsärztin des öffentlichen Gesundheitsdienstes bat jeden darum, sollten sich die Symptome bei einem zeigen und sei man in der nahen Vergangenheit in infizierten Gebieten unterwegs gewesen, dann solle man nicht zum Arzt gehen, sondern den Hausarzt telefonisch kontaktieren. Zur primären Feststellung einer Coronavirus-Infektion braucht man keinen physischen Kontakt zwischen Arzt und Patienten. Aus diesem Grund wurden neue Leitlinien für Hausärzte ausgearbeitet. Die Patienten rufen ihre Hausärztinnen oder Hausärzte, die Bereitschaftsdienste oder die vom öffentlichen Gesundheitsdienst ins Leben gerufene Hotline an, wo sie sich informieren können. Wenn der gegebene Patient aufgrund der Checkliste als ein Verdachtsfall eingestuft wird, dann werden die Hausärzte eine direkte Untersuchung vor Ort möglichst vermeiden. Im Grunde wird der Landesrettungsdienst über eine gesonderte Hotline alarmiert und die Patienten werden im Rahmen eines überwachten Krankentransports in die Infektologieabteilung gebracht, erklärte Sabolcs Bekashi. Die leitende Amtsärztin des öffentlichen Gesundheitsdienstes sagte, mit der neuen Leitlinie sollte das Gesundheitspersonal geschützt und das Risiko einer möglichen Infektionsübertragung minimalisiert werden, sollte das Virus auch in Ungarn auftauchen. Ab Mittwoch wird auch die Webseite mit allen aktuellen Informationen über das Coronavirus erreichbar sein. Das System der Echtzeitüberweisung hat gut abgeschlossen. Denn es wurde am ersten Tag bereits beinahe 250.000 Überweisungen getätigt. Der Großteil innerhalb von unter einer Sekunde. Zum Erfolg des weltweit einzigartigen Systems trug auch bei, dass sich alle ungarischen Banken anschlossen. Seit Montag werden in Ungarn Inlandsüberweisungen unter 10 Millionen Forint im ganzen Jahr rund um die Uhr binnen 5 Sekunden gutgeschrieben. Bis zum Nachmittag wurden bereits mehr als 200.000 Transaktionen erfolgreich durchgeführt. Ein Großteil dieser binnen einer Sekunde, berichtete der Vertreter der Ungarischen Nationalbank. Er wies zugleich auch darauf hin, dass sich sämtliche Akteure der ungarischen Finanzbranche dem Echtzeitüberweisungssystem angeschlossen hätten. Der Vizepräsident der Notenbank rechnet damit, dass das Echtzeitüberweisungssystem die Wirtschaft ankurbeln und die Bargeldbenutzung zurückdrängen werde. Dies wird die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ändern. Unser Geld wird schneller zirkulieren. Das ist hier das Wichtigste. Es bringt Dynamik in die Wirtschaft. Das ist die wichtigste Folge. Wenn ich nämlich die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes erhöhe, hat dies auf die gesamte Wirtschaft positive Auswirkungen, sagte Mihály Potay. Der Ungarischen Nationalbank zufolge wird es binnen 5 Jahren in allen Alltagssituationen möglich sein, Zahlungen elektronisch zu tätigen.
Inzwischen wurde die Programmreihe Geldwoche gestartet. Vor etwa 200.000 Schülern werden Vorträge zum Finanzwesen gehalten. Hierzu gehören die Bildung eines Finanzbewusstseins, wofür man Geld ausgeben sollte und wofür nicht, inwieweit man sich verschulden dürfe. Aber es wird für den jungen Menschen auch die Rede sein, wie man eine Unternehmung selbst startet. Experten nach gibt es auch in diesem Bereich viel Entwicklungspotenzial. Diejenigen, die den Feuerball am westungarischen Himmel vor einigen Tagen verpasst haben, sollten nicht enttäuscht sein. Im Sternepark Jelitz kann man ähnliche außergewöhnliche astronomische Phänomene unter die Lupe nehmen. Im Rahmen der vom Observatorium organisierten Tour können Besucher mit den schärfsten Augen bei Tageslicht sogar Sonnenausbrüche entdecken. Besucher des Erlebnisparkes in Radbooster können neben Gastrotouren auch an zahlreichen Erholungsprogrammen teilnehmen. Auf der Erlebnisfarm nicht weit vom Plattensee entfernt besteht die Möglichkeit zu reiten sowie mit der Kutsche zu fahren. Erholungssuchende können im Weinkeller im Rahmen einer virtuellen Tour die ungarischen Weinregionen entdecken. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schalten Sie auch morgen wieder zur gleichen Zeit ein. Auf Wiedersehen. Gerne könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren und um immer informiert zu sein, einfach mal die Glocke drücken.